Bonjour, heute sprechen wir kurz über Bordeaux, eine große Weinregion. Bordeaux, viele wissen es nicht, hat in der Fläche, Rebsortenfläche, die gleiche Fläche wie komplett alle deutsche Appellationen zusammen. Bordeaux ist genauso groß wie alle deutsche Weinregionen. Bordeaux ist, ich versuche mal zu erklären, in Einfachheit bei den Rotweinen und generell. Wir haben hier die Rive Gauche, wie man die nennt, indem man eher die großen Namen wie Saint-Julien, Margaux, Pauillac kennt, Médoc, Haut-Médoc. Und der große Unterschied zwischen Rive Gauche und Rive Droite ist, dass wir hier deutlich mehr Cabernet Sauvignon-Rebsorte angepflanzt wird, gegenüber der Rive Droite, die bekannt ist für Merlot-Weinen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man hier keinen Wein finden kann, der viel Cabernet Sauvignon hat, aber das ist nur eine Regel. Deswegen haben wir hier den Château Le Temple, der sich hier ganz oben befindet, ein Cru Bourgeois, der aus ca. 50% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot und 5% Petit Verdot sich zusammenstellt und für uns einen sehr, sehr guten klassischen Cru Bourgeois aus dem Médoc-Gebiet, was jedes Jahr gleichbleiben ist in der Qualität. Natürlich, die großen und die kleinen Jahrgänge sind unterschiedlich, aber jemand, der sehr traditionsmäßig und sehr gut arbeitet. Dann haben wir hier noch zwei Weinen aus dem Rive Droite-Gebiet. Erstmal hier in dieser Ecke, da haben wir das Dorf Bouch, wo unseren Wein Château de la Grave herkommt, der fast hauptsächlich aus Merlot gemacht ist, zu 85%. Und der einen ganz anderen Charakter hat. Wir sehen auch hier diese sehr schöne Flasche gegenüber die zwei anderen moderneren Bordeaux-Flasche. Dies war die alte Bordeaux-Flasche vor viele, viele, viele Jahren. Das war die typische Bordeaux-Flasche, die etwas bisschen gedrungener war und etwas dicker und mittlerweile abgelöst von der klassischen Bordeaux-Flasche, die Sie hier sehen. Daneben ein Name, der viele träumen lässt, ein Saint-Emilion Grand Cru. Saint-Emilion ist etwas mehr hier unten, in dem Libourne-Gebiet. Und dann haben wir hier Saint-Emilion. Und Saint-Emilion sind Weine, die fast hauptsächlich aus Merlot gemacht werden. Natürlich, wie vorhin gesagt, können Sie auch da ein bisschen Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc finden. Aber die Merlot-Rebsorte ist da größer. Deswegen haben wir hier eher Weine, die würziger sind, etwas ja, spicy, durch die Cabernet-Rebsorte, die oft Aromen von grünen Paprika hervorbringen und sehr viel Gewürzen. Und die Merlot-Rebsorte, die breiter, weicher ist und eher beerig ist. Das sind die großen Unterschiede zwischen Rive Droite und Rive Gauche in Bordeaux. Ganz kurz angesprochen, viele kennen Entre deux Mers, zwischen zwei Meeren. Das sind nicht zwei Meeren gedacht, sind zwischen die zwei Flüssen. Diesen Gebiet hier in Grün, zwischen diese beiden Flüssen nennt man Entre deux Mers, wo hauptsächlich ganz viel Weißwein herkommt, die den Namen Entre deux Mers haben. Oder als Rotwein wird hier Bordeaux und Bordeaux Supérieur ganz viel gemacht. Voilà. Und wenn Sie uns mal live erleben möchten, besuchen Sie uns mal bei einem Kochkurs. Termine finden Sie auf unserer Webseite. Vielen Dank. Tschüss.